Master of Inazuma Kamisato Art Tachijutsu. Kamisato Ayaka, present. Delighted to make your acquaintance. Und damit hallo und herzlich willkommen zu meinem Ayaka Guide. Endlich ist sie wieder da. Viele von euch warten schon auf einen Rerun von ihr und jetzt könnt ihr zuschlagen. In diesem Video zeige ich euch auf jeden Fall, wie ihr eure Ayaka am besten bauen könnt und dabei gehen wir wie immer folgende Dinge durch. Zuerst schauen wir uns ihre Talente genauer an, damit man sie auch besser versteht. Danach schauen wir uns ihre Sternbilder genauer an und ich sage euch, welche sich meiner Meinung nach am meisten lohnen. Weiter geht es mit ihren besten Artefakten und Waffen. Und zu guter Letzt zum wichtigsten Thema und zwar den Teamcoms. Bevor wir loslegen, gibt es aber noch ein paar allgemeine Infos zu Ayaka. Sie ist ein 5-Sterne-Charakter vom Element Cryo und sie nutzt einen Einhänder. Ayaka war bereits in der Beta von Genshin Impact spielbar und wurde damals wieder rausgenommen. Erst zum Release von Inazuma im Patch 2.0 ist sie erstmalig offiziell erschienen und hat einen riesen Hype mit sich gebracht. Außerdem ist sie die Schwester von Kamisato Ayato und falls ihr Ayato besitzt, wollt ihr sicherlich auch Ayaka haben, um die beiden vielleicht gemeinsam zu spielen. Aber legen wir jetzt los mit dem Guide, ich wünsche euch viel Spaß beim Ansehen. Ayaka führt mit ihren Standardangriffen bis zu 5 Schwerthiebe aus, die physischen Schaden verursachen. Ihr aufgeladener Schlag trifft mehrere Gegner und hat einen sehr großen Radius. Mit ihrem Angriff aus dem Fall verursacht sie Flächenschaden. Ayakas Elementarfähigkeit Kamisato-Stil Hyuka lässt sie eine Eisblüte beschwören, die Cryo-Flächenschaden verursacht. Die Fähigkeit hat eine Abklingzeit von 10 Sekunden. Ayakas Spezialfähigkeit Kamisato-Stil Sumetsu lässt sie fortlaufend eine nach vorn bewegende Frostflocke beschwören. Diese kann mehrere Gegner zeitgleich treffen und verursacht extremen Cryo-Schaden. Am Ende der Wirkungsdauer erschafft die Fähigkeit eine Blüte, die Cryo-Flächenschaden verursacht. Diese Fähigkeit hat eine Abklingzeit von 20 Sekunden und kostet euch 80 Elementarenergie. Ein sehr wichtiges Talent von Ayaka ist Kamisato-Stil Zeno. Diese ersetzt ihr Rennen und sie kann sich schnell unterirdisch bewegen. Noch dazu kann sie damit über Wasser gleiten und sie bekommt, nachdem sie kurz gesprintet ist, folgenden Effekt. Ihre Standardangriffe sind kurzzeitig mit dem Cryo-Attribut betroffen. So verursachen ihre Angriffe keinen physischen Schaden mehr, sondern Cryo-Angriffe und das macht sie so stark als Main DPS. Und wenn sie mit dem Sprint durch Gegner durchsprintet, werden diese vom Element Cryo betroffen. Kommen wir als nächstes zu ihren passiven Talenten. Mit einem passiven Talent erhöht sie ihren Schaden mit Standardangriffen und aufgeladenen Schlägen für 6 Sekunden lang um 30% nach Anwendung ihrer Elementarfähigkeit. Kanten Semnu Segen ist ein weiteres passives Talent, welches euren Cryo-Schaden für 10 Sekunden um 18% erhöht und 10 Punkte Ausdauer wiedergibt, wenn ihr mit eurem Sprint durch Gegner durchdasht. Ihr letztes passives Talent stellt beim Zusammensetzen von Material zum Aufstieg von Waffen mit einer Wahrscheinlichkeit von 10% den zweifachen Ertrag wieder her. Beim Aufleveln eurer Talente kommt es etwas darauf an, ob ihr Ayaka eher als Main-DPS spielen möchtet oder als Sub-DPS. Falls ihr sie als Sub-DPS nutzen möchtet, dann levelt ihr erst ihre Spezialfähigkeit, dann die Elementarfähigkeit und eure Standardangriffe braucht ihr in dem Fall dann nicht zu leveln. Als Main-DPS bevorzugt ihr ebenfalls eure Spezialfähigkeit, weil diese Fähigkeit einfach extrem viel Schaden verursacht und super gut skaliert. Dann geht ihr aber erstmal auf die Standardangriffe und zuletzt kommt dann eure Elementarfähigkeit. Gehen wir als nächstes Ayakas Sternbilder durch, falls ihr sie etwas stärker haben möchtet. Mit ihrem ersten Sternenbild verkürzt ihr die Abklingzeit eurer Elementarfähigkeit um 0,1 Sekunden oder 0,3 Sekunden, wenn ihr einen Gegner mit Cryo-Standardangriffen oder aufgeladenen Schlägen Schaden zufügt. Dies hat aber nur eine Wahrscheinlichkeit von 50%, dass sich die Abklingzeit reduziert. Ihr zweites Sternenbild erschafft 2 weitere Frostflocken bei Anwendung ihrer Spezialfähigkeit, die aber nur 20% des ursprünglichen Schadens verursachen. Sternbild 3 und 5 erhöhen wie immer das Talentlevel der Spezialfähigkeit und der Elementarfähigkeit um 3 Stufen. Sternbild 4 verringert die Verteidigung für 6 Sekunden um 30%, wenn ein Gegner von der Spezialfähigkeit getroffen wird. Mit Sternbild 6 bekommt ihr alle 10 Sekunden Uzurashi Butu, welches den verursachten Schaden mit heftigen Schlägen um 298% erhöht. Dieser Effekt wird nach einem Treffer mit heftigen Schlägen sofort entfernt und die Zeit zum Auslösen wird auch zurückgesetzt. Meiner Meinung nach reicht Ayaka auf C0 mehr als genug. Aber falls ihr sie etwas stärker haben möchtet, finde ich ihr zweites Sternbild ganz gut und ihr viertes ist extrem stark. Sternbild 3 erhöht den Damage der Spezialfähigkeit und ist deswegen auch ziemlich gut. Sternbild 1 finde ich okay und Sternbild 6 finde ich irgendwie komisch. Ihr erhöht den Schaden für einen aufgeladenen Schlag. Der Buff ist zwar bei 300% fast, aber es hört sich irgendwie merkwürdig an. Ich konnte es leider nicht für euch testen, da ich keine Ayaka C6 habe,
Aber es ist definitiv stark und es wird auch sicherlich nicht schlecht sein. Aber es fühlt sich vielleicht irgendwie komisch an, wenn man einen Schlag mit 300% mehr auslöst und das war's. Kommen wir nun zu Ihren Artefakten und hier haben wir viele unterschiedliche Möglichkeiten, je nachdem wie ihr eure Ayaka spielen möchtet. Falls ihr Ayaka in einem Freeze-Team spielen möchtet, dann empfehle ich euch definitiv das Vierer-Set im Schneeirener Recke. Mit zwei Teilen erhöht ihr den Cryo-Schaden um 15% und mit vier Teilen erhöht ihr die kritische Trefferrate um 20% und nochmal um weitere 20%, wenn ihr eingefrorene Gegner angreift. Damit könnt ihr euch bei den Sets komplett auf den kritischen Schaden fokussieren und könnt so sehr viel Schaden verursachen. Eine weitere Option wären zwei Teile im Schneeirener Recke und zwei Teile, die euch 18% Angriff geben. Diese Mischung würde ich euch empfehlen, wenn ihr Ayaka als Main DPS nicht in einem Freeze-Team spielen möchtet, sondern vielleicht in einem Melt-Team. Falls ihr den Fokus mehr auf eure Spezialfähigkeit legen möchtet, wären auch zwei Teile im Schneeirener Recke und zwei Teile altes Hofritual ziemlich gut. Dadurch kriegt ihr 15% mehr Cryo-Schaden und ihr erhöht mit zwei Teilen von dem alten Hofritual den verursachten Schaden eurer Spezialfähigkeit um 20%. Eine letzte Option, die ich vorschlagen möchte, sind vier Teile Wappen des getrennten Schicksals. Damit erhöht ihr die Aufladerate um 20% und erhöht den Schaden eurer Spezialfähigkeit basierend auf eurer Aufladerate. Gerade wenn ihr Ayaka mehr als Burst Support im Team nutzt und eure Spezialfähigkeit immer ready haben möchtet, ist dieses Set echt gut. In dem Fall müsst ihr euch nur auf die Spezialfähigkeit fokussieren und gerade im Quickswap Teams funktioniert dieses Set ziemlich gut. Bei den Mainstats eurer Artefakte möchtet ihr auf der Sanduhr Angriffprozent haben, außer ihr nutzt vier Teile Wappen des getrennten Schicksals, denn dann kann Aufladerate besser sein, wenn ihr zum Beispiel auf 200% Aufladerate kommen möchtet. Auf dem Kelch möchtet ihr definitiv Cryo-Schaden-Bonus und auf dem Hut ist am besten kritischer Schaden oder kritische Trefferrate, je nachdem was ihr eher benötigt. Bei den Substats möchtet ihr ebenfalls kritischen Schaden, kritische Trefferrate, Angriffprozent, Aufladerate und auch Angriff Flat. Auch Elementarkunde kann sehr gut sein, falls ihr einige Reaktionen auslösen möchtet, wie zum Beispiel Schmelzen. Die Priorität der Subsets kann sich je nachdem, welches Set ihr spielen möchtet, natürlich ändern. Wenn ihr vier Teile im Schneeirener Recke nutzt, so möchtet ihr wahrscheinlich nicht so viel kritische Trefferrate, weil ihr durch das Set ja schon extrem viel bekommt. Außerdem kommt es ja immer noch auf die Waffen an, um die wir uns als nächstes kümmern werden. Bei den Waffen haben wir ebenfalls einige Optionen zur Verfügung. Beginnen wir erstmal mit den 5-Sterne-Waffen. Die beste Waffe für Ayaka ist natürlich Widerschein des Nebelsplitters. Ihr bekommt als Substat extrem viel kritischen Schaden und der Basisangriff ist von den 5-Sterne-Waffen auch am höchsten. Die Passive gibt euch ebenfalls extrem viel Elementarschadensbonus und passt perfekt zu Ayaka. Eine super Alternative ist definitiv der moosgrüne Fels. Der Waffe bekommt ihr nochmal ordentlich kritische Trefferrate dazu, was sehr wichtig sein kann und ihr erhöht mit der Passiven eure Lebenspunkte und den Angriff. Welche Waffe euch ebenfalls kritische Trefferrate als Subset gibt und sehr gut für Ayaka ist, wäre Ayatos Waffe Haran Gepaku Futsu. Auch hier bekommt ihr zusätzlichen Elementarschaden von der passiven Fähigkeit. Und der Gipfelbrecher ist auch nicht zu unterschätzen. Guten Basisangriffswert und Angriffprozent als Substat. Diese Waffe kann auch unter Umständen besser für euch sein als der moosgrüne Fels oder Ayatos Waffe. Die Passive ist zwar eher nutzlos für Ayaka, aber ihr kriegt durch den Subset ordentlichen Schaden hinzu. Kommen wir jetzt zu den 4-Sterne-Waffen, die ich euch empfehlen kann. Eine sehr gute Option wäre das Schwarzstein-Langschwert, welches ihr im Shop für Sternglanz erhalten könnt. Diese Waffe hat nicht nur einen sehr guten Basisangriffswert, sondern ihr bekommt auch ordentlich kritischen Schaden als Subset und die Passive kann euch ebenfalls Angriff dazugeben. Das schwarze Schwert, welches ihr aus dem Battle Pass kriegen könnt, ist ebenfalls eine super Option für Ayaka. Hier erhöht ihr den Schaden von euren normalen und aufladenden Schlägen und als Subset kriegt ihr kritische Trefferrate hinzu. Eine weitere Option ist hier noch Amenoma Kageyoshi. Dieses Schwert könnt ihr euch beim Schmied herstellen lassen, wenn ihr die Blaupause aus Inazuma mit Hilfe einer Quest bereits freigeschaltet habt. Hier bekommt ihr Angriffprozent als Substat und mit dieser Waffe habt ihr es leichter, eure Spezialfähigkeit wieder aufzufüllen. Also ich hoffe, ihr merkt, dass jede Waffe auf was Bestimmtes ausgelegt ist und es wirklich darauf ankommt, wie ihr Ayaka spielen möchtet. Eine letzte 4-Sterne-Waffe, die euch ebenfalls Angriffprozent gibt, wäre die Flöte. Der Basisangriffswert ist ganz gut und ihr verursacht mehr Schaden, wenn ihr normale oder aufgeladene Schläge macht. Falls ihr in dem Spiel noch etwas neu seid und noch keine passende 4- oder 5-Sterne-Waffe besitzt, könnt ihr das Schwert der Dämmerung nutzen oder das Fidetiermesser. Beide der Waffen sind 3-Sterne-Waffen und ziemlich gut für Anfänger. Kommen wir nun zu ihren Teamcoms. Ein sehr starkes Freeze-Team wäre Ayaka, Shenhe, Kokumi und Kazuha. Ayaka ist hier Main DPS und wird von Shenhe extrem gebufft. Kokumi heilt und kann am besten die Gegner nass halten, sodass ihr die Gegner permanent einfrieren könnt. Kazuha verstärkt Ayaka ebenfalls und er senkt den Widerstand der Gegner, wenn ihr ein 4er grünliches Schattenset auf ihm habt. Dieses Team finde ich persönlich sehr stark, aber es gibt einige Alternativen, die ihr für ein Freeze-Team nutzen könnt. Falls ihr Shenhe zum Beispiel nicht besitzt, funktionieren auch wunderbar Ganyu, Rosaria oder Kea.
Und falls ihr Kokomi nicht habt, ist das auch kein Problem, denn es geht ja auch mit Mona, Ayato oder Shinshu sehr gut. Jedoch müsstet ihr dann gegebenenfalls als zweiten Cryo-Char Diona oder Chi-Chi nehmen, damit ihr ein Heal im Team habt. Alternativ für Kazuha wäre hier auch Venti, Sucrose oder falls ihr lieber einen Animo-Healer spielen möchtet, auch Sayo oder Jean. Jedoch zieht dann niemand die Gegner gut für Ayaka zusammen, was in einem Freeze-Team doch schon sehr hilfreich sein kann. Ein weiteres Team, welches ich euch empfehlen möchte, wäre ein Melt-Team, bestehend aus Ayaka, Bennett, Xiangling und Sucrose. Ayaka ist auch hier Main-DPS, kann aber auch als Burst-DPS super genutzt werden. Während Bennett heilt und dem Team einen Angriff-Buff gibt, Xiangling mit ihrer Spezialfähigkeit durchgehend für Pyro-Damage auf den Gegnern sorgt, kann Ayaka mit der Reaktion Schmelzen extrem viel Schaden verursachen. Sucrose bufft das ganze Team ebenfalls mit ihrem Elementarkunde-Buff. Sie könnt ihr in diesem Team aber ebenfalls durch einen anderen Anemo-Charakter ersetzen, wie Venti, Kazuha, Jean oder Sayu. Ein letztes Team, welches ich euch vorstellen möchte, ist ein Mono-Cryo-Team. Das besteht aus Ayaka, Ganyu, Shenhe und Sayu oder Jean. Dieses Team funktioniert aktuell echt gut in der zweiten Hälfte vom Abyss im Ebene 12. Shenhe bufft hier sowohl Ganyu als auch Ayaka extrem und Sayu oder Jean sorgen für genug Heilung. Auch hier habt ihr genug Alternativen, falls ihr bestimmte Charaktere nicht besitzt oder gebaut habt. Am meisten Sinn macht das Team jedoch nur mit Shenhe, da sie die Cryo-Angriffe enorm verstärkt und ihr in diesem Team ja überwiegend nur Cryo-Angriffe nutzt. Und das war es tatsächlich schon mit meinem Ayaka-Guide. Ich hoffe, ich konnte euch in diesem Video weiterhelfen und ihr wisst jetzt vielleicht etwas besser, wie ihr eure Ayaka am besten baut. Falls ja, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und abonniert auch gerne kostenfrei den Kanal, um zukünftig keine Videos zu verpassen. Und ansonsten bedanke ich mich vielmals für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.